Hallo und herzlich willkommen zu Kia zu Minecraft. Ja, leider ist was ganz Blödes passiert. Ja, es kam ein Creeper und der ist hier runtergefallen. Hat gemeint, er muss explodieren. Bevor er vom Schieber runtergeschoben werden konnte, hat es Peng gemacht. So, jetzt ist das Problem: den Käfig hat es natürlich auch mitgesprengt. Ja, jetzt ist eigentlich unsere Falle hier nutzlos. Jetzt ist die Sache die, ich könnte das Ganze nachbauen, ich könnte mir einen neuen Käfig holen. Allerdings nur beim Cheat-Modus. Ich will ja eigentlich nicht cheaten, aber jetzt haben wir das so schön gebaut gehabt, die Falle und so. Und die hat so funktioniert, wie sie sollte. Ich habe hier wieder ein bisschen geflickt hier, den Klotz habe ich jetzt hier mal hingestellt, da wo der Spawner war. Ich werde nachher hier draufstellen, wenn es ist. Ja, also... Jetzt, ich würde ja nachfragen hier, wenn es jetzt hier ein Live-Let's Play wäre, sozusagen, soll ich das hier mit Cheats nachstellen oder nicht? Oder ja, jetzt nehme ich euch einfach mal die Entscheidung weg. Also hier hat es alles wegen zerrissen hier. Hier hinten fehlen auch ein paar Sachen, also hier unten drunter, das ist jetzt mal egal, da habe ich was probiert hier noch. Und ja, gut, während der Sache, wo ich das hier probiert habe, ist eben der Creeper da auf einmal runtergefallen und ja. Na gut, es waren zwei Creeper, muss ich eigentlich dazu sagen. Ich wollte nämlich probieren, dass die obere Reihe der Pistons auch noch angetrieben wird und ja. Zwei Creeper und alles ist kaputt. Hier natürlich war die Wand hier. Die ist. Hatten wir hier offen? Ich weiß es gar nicht. Ist jetzt mal egal, wir machen das hier einfach mal zu. Weil ich möchte nicht noch weitere Überraschungen haben hier drin. So, auf jeden Fall hat es mir hier alles zerrissen. Und ich möchte die Falle eigentlich doch wieder herstellen, weil ja. Sie hat mir doch gefallen. Naja, der Hebel, den machen wir mal aus. Damit sie ja nicht einfach wieder klack-klack macht. Da muss ich allerdings mal gucken. Hier müsste, glaube ich, wieder ein Repeater hin. Der fehlt hier nämlich. Ja, jetzt nur eine ganze Sache halt nachkonstruieren. Einen hätte ich noch. Oder im Prinzip heißt es hier Redstone-Verstärker. Also, allerdings verstärken tut er ja nichts. Er tut ja in gewisser Hinsicht. Er tut eigentlich nur die Signal weiterleiten, aber kann hier auch verzögern. Ja, der Name von diesem Baustein, der ist ein bisschen unglücklich gewählt eigentlich. Ja, mir sind hier noch ein paar kaputt gegangen. Es könnte sein, dass die unten liegen. Dass die hier einfach unten liegen, die ganzen anderen Sachen hier. Deswegen würde ich mal nach unten gucken, was in den Trichter gefallen ist. Ja, also ich würde jetzt dann gerne den Cheat-Modus mal kurz einschalten und damit ich so einen Käfig mir wieder herstellen kann. Dass ich mal kurz sozusagen in Kreativ-Modus switch und dann wieder zurück. Ich bin mir bloß nicht mal ganz 100%ig sicher, wie der Befehl geht. So, da ist. Na ja, gut, nee, die Repeater hat es gesprengt. Ja, manche Sachen, die sind dann halt komplett verloren. Die Knochen lasse ich jetzt mal drin. Ah, das sowas ärgert mich. Ich wollte da was nochmal testen wollen, um das nachher nicht ganz unvorbereitet dazustehen hier. Und dann macht es hier eben zack, bums. Und dann denke ich, ja, jetzt kann es auch gleich die richtige Aufnahme starten und euch zeigen, was passiert ist. Ja, und. Das habt ihr jetzt gesehen. Mir hat sie eben alles zerfetzt. Hat mal, ja, genau. Ich lege hier mal einen Fleischbrocken aus. So, da war, glaube ich, noch so. Und dann war das so angeschlossen hier. Pistons habe ich hier. Ja, gut, ich glaube, da fehlen. Da fehlen auch noch Pistons, glaube ich. Also hier waren es 5. Ja, der fehlt. Da war noch eine blöde Spinne, die mich belästigt hat. Ja, alles nicht so toll. Ja. So, jetzt machen wir mal hier Licht ein bisschen rein, dass hier nicht einfach mal sowas spawnt. Weil das war jetzt eigentlich der erste Spawner. Also, naja, was heißt Spawner? Mit Spawner-Hilfe wollte ich sagen, hier, wo etwas passiert ist. So, jetzt machen wir mal die Konsole. Jetzt muss ich mal kurz. Was passiert, wenn ich help? Nee, Quatsch. Muss ich glaube ich Schrägstrich und dann Help. Jetzt sehen wir da ein paar Befehle.
Ja, aber ich weiß nicht alle. Irgendwas mit Game Mode war es, glaube ich. Gebt mal kurz Game. Tabulator-Zahlermaschine. Game Rule, Game Mode. Game Mode. Modus Spieler. Oder Game Rule. Nee, warte mal, Game Rule. Was kann ich damit alles? Loop, Command, das mal. Wo war denn das mal? Das geht alles immer so schnell weg, ja. Disable. Daylight Circle, da kann man natürlich auch vieles ändern hier. Warte mal. Game Rule, na, da muss ich Game Mode. Ich muss mir jetzt selber irgendwie erstmal. Kann man da eigentlich jetzt Fragezeichen mit eingeben, dass da vielleicht mehr kommt? Das ist keine gültige Zahl, ja toll. Ach, da muss eine Zahl, entweder 1 oder 0, glaube ich, war das. So. Legolas. Ah, ich heiße ja, glaube ich, gerade Legolas im Spiel, ne? Moment. Wie kann ich mich da angucken? F2 war. Nö. Das ist das. Ah. Warum ist denn mein Name nicht eingegeben hier? Wie heißt ich dem Spiel? Ich glaube Lego Ross. Das war damals, weil das nicht verfügbar war. Lego Ross. So, dein Spielmodus wird zu Kreativmodus geändert. So. Ich werde jetzt nicht großartig hier jetzt irgendwie Sachen hier mehr ins Inventar holen, wo ich dann nicht brauche. So, ich brauche jetzt nur mal kurz Schieber. Ja, wo sind denn die? Ja, da wird man erstmal überwältigt von allen möglichen Redstone. Ja, das könnte eine Redstone, ja, natürlich. Das sieht da jetzt halt auch mal andere Sachen. Ein, was ist ein Redstone-Komparator? Das ist neu, also den habe ich noch nicht gekannt. Die Verstärker brauchen wir. Na gut, ich könnte jetzt den Block ins Inventar nehmen. Aber ich will jetzt eigentlich, ich will ja nicht schummeln danach, also. So. Wo ist denn der Pisten? Hier. So, Kolben. Habe ich jetzt alle da runtergeschmissen oder wie? Jetzt kommt hier wieder die orientalische Musik, ja. So ein bisschen hier. Ja, wir sind ja eigentlich gerade in der Wüste, wenn man so will. Passt dann ganz toll. So, jetzt mal gucken, habe ich das jetzt. Ah, Kolben. Die Redstone-Verstärker. So, jetzt das natürlich wieder herstellen. Ich mache dann auch gleich den Modus wieder aus, wenn ich die Kolben gesetzt habe und den Käfig. Der Käfig ist eigentlich das Wichtigste. So, also das soll ja nicht jetzt hier. Warum ist denn jetzt hier eigentlich? Warum ist hier eigentlich noch ein Signal drauf? Na nü. Was habe ich jetzt? Ich habe irgendwo was hingesetzt. Eine Fackel. Ah. Nee, mich wundert jetzt, dass hier ein Signal drauf ist. Da kann doch. Ah, wahrscheinlich von der Fackel. Ja. Na gut, okay. Dann ist es in Ordnung. Da müssen jetzt wieder drei Verstärker hin. Ja, gut, wie gesagt, die haben jetzt ein Signal drauf. Soll mich aber jetzt nicht weiter stören. Ah ja, die sind ja auch falsch, die Kolben hier. Die müssen weg. Die müssen eins weiter rein. Die sind hier hin. Ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht. Ah, Moment, ich glaube, im Kreativmodus kann man sterben, ne? Ja, jetzt
ist es natürlich so, ich kann jetzt unendlich Sachen hier setzen, ne? Habe ich gesagt, ich stelle jetzt alles nur wieder so her, wie es war. Hier ist auch noch ein Fehler. Da habe ich beschissen irgendwie. Ne, beschissen habe ich nicht, aber ich habe falsch gesetzt hier vorhin beim Reparieren. Aber ich gedacht habe, naja, repariere ich es jetzt gleich, ohne dass ihr da was seht. Aber ich will da nicht mit versteckten Karten spielen. Ich zeige euch das jetzt, was passiert ist und so weiter. Eine Tür brauchen wir auch wieder. Moment mal. Fehlt da auch ein Block? Ich glaube, da fehlt ein Block. Naja, gut, den machen wir nachher. So. Tür, die Pistons brauche ich nicht mehr. Ah. Ja, ich muss gucken, wie ich dann mit dem Zeug umgehe später, wenn ich das. Ich muss ja das wieder wegtun, dann das. Der Pisten hier, den konnte man doch irgendwie wegschmeißen. Irgendwo gibt es einen Mülleimer oder so. Ich bin mir nicht 100% sicher. Ich habe so lange in meinem Creative-Modus gespielt hier, dass ich es einfach nicht mehr weiß. So. Okay, jetzt hat er wieder Verschiedenes. Ist das unter Verschiedenes? Ja, da kann man zum Beispiel Eier hier, da kann man Kühe und so weiter erschaffen. Alle möglichen Geister, was der Kuckuck, was ein netter Stern. Ja, hier kann man ja alles machen, wie man sich's wünscht. Oder hier Buch und Feder. Hier gibt es ganz Platten. Da gibt es auch die Pferderüstung zum Beispiel. Die kriegt man, glaube ich, nur über den Creative-Modus. Man kann die, glaube ich, gar nicht bauen. Und wenn nicht, dann bitte korrigiert mich, weil, ja. Ich meine, ich hätte das gelesen. Was ist denn das hier suche? Zugriffsleisten. Ne, das wollen wir. Wir wollen nichts hier kaputt machen. Was ist denn das? Ein Elytrian. Trichterlore, das sieht ja lustig aus. Schwarzeichenboot. Okay, ja, gut. Okay, Sattel haben wir ja schon lang. So, jetzt muss ich noch mal gucken, wo kann ich denn bitte die Spawner suche? Was ist das? Plattenspieler, Spinnnetz. Ja gut, ich habe jetzt erstmal Spawner, aber nee. Oder Monster? Mushroom, Mohn. Oh Gott, gibt es die gar nicht mehr, die Blöcke hier, die Monster-Spawn-Blöcke. Weil normalerweise müsste es für jede Monsterart solche Käfige geben hier. Aber es kann jetzt auch sein, dass ich die jetzt gerade nicht sehe. Weil hier sehr viele Sachen drin sind. Beton. Schwarz glasierte Keramik, jetzt ist es nah. Trockenbeton, hm? Und dann kommen jetzt die ganzen Rüstungen. Ganzen Tränke hier, da gibt es jede Menge Tränke. Bücher. Da kann ich mir Bücher holen. Netter Quarz gibt es auch. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Also ich sehe jetzt keinen Käfig. Puh. Kann man sich die Monster-Spawner nimmer holen, so? Oder muss ich das über GIF-Befehl dann machen, dass ich sage, gib mir einen Käfig? Ein Monster-Spawner. Spender. Enderstein. Glasscheibe. Sag mal, wo ist denn das? Kannst du nicht Baumaterial? Ist es wahrscheinlich nett. Dekoration. Na ja gut, es ist ja keine Deko. Stark beschädigt, ja, aber das kann man auch setzen. Choruspflanze, was auch immer das ist. Creeperkopf, Drachenkopf, das ist ja geil, aber kann man es auch herstellen? Enderkristall. Beförderung, nee. Braun. Heute brauche ich, morgen backe ich und übermorgen fällt mir auch noch etwas ein. So, Kampf, Kettenhemd ist natürlich auch stark. Aber natürlich hat es nicht gerade viel Schutzwirkung. Was ist denn das? Totem der Unsterblichkeit. Hä? Werkzeuge?
Nahrung. Nee, ich kann hier nichts. Ich kann hier keine erschaffe Creeper, erschaffe Crew, aber das ist nicht. Das sind keine Käfige, oder? Erschaffe Fledermaus, warte mal. Ups. Jetzt ist das Ding nach unten gedüst. Mist. Das sollte nicht sein. Ich will nur was ganz Harmloses haben. Erschaffe Esel. Erschaffe Huhn, ja, meinetwegen. So, die Tür. Oh, das. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ach, ich habe den Hebel kaputt gemacht. Mensch. Hebel. So. Schluss. Jetzt habe ich natürlich den Pistenblock hier wieder kaputt gemacht. So. Kolben. Ja, wie gesagt, ich kann mir jetzt hier kein Käfigchen machen. Aber ich habe, wie gesagt, gemeint, ich könnte mit so einem komischen Ei. Ja, aber nee, das ist, glaube ich, nur ein Ei. Das sind, glaube ich, nur Monstereier sozusagen. Ich mach, probier's noch mal ganz kurz. Weg damit. Nee, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Na gut, dann würde ich sagen. Ah, Leute, gut, ich werde mal jetzt hier die Aufnahme früher beenden als gewohnt. Ich muss mir da mal kurz im Wiki noch mal was durchlesen, damit wir hier die Falle wieder rekonstruieren können. Naja, gut. Dann würde ich sagen, herzlichen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Euer Legolas. Tschüss.